Popzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Pop-Up Dungeon. Hier haben wir so eine schöne Kiste, beziehungsweise hier unten sehen wir Beta 0.9.9. Game Stories. Okay, Tutorial. Genau, wir haben hier nur den Warrior. Ansonsten ist alles noch gesperrt. Also starten wir das Tutorial. This a very full, very helpful bat. The question is, who is he helping? Greetings, player. I'm the Dingbat, servant of the wizard and your humble guide. Dingbat? That sounds like a made-up name. Nope, it's a naturally occurring name. Now listen up, you only gotta learn this stuff once, but I gotta teach it to everyone. So let's keep things curt, shall we? Okay. Too cool for school, you could always skip the tutorial. Nö, will ich nicht. Lesson 1. Here we go, click around to explore when not in combat. Look for me in the bottom left corner of the screen if you need guidance. So, deployment phase. During deployment you can click on a character to change their starting location. Das heißt, wir können den jetzt schnappen. Click on a highlighted tile to choose the new starting location. Dann können wir hier irgendwo platzieren. Click on an arrow tile to select their orientation. So, when you're ready, click on the begin battle tab in the lower left. Okay, round 1. Before you chop this goblin into nuggets, there are a couple of bubbles I'd like to introduce. The blue bubble above an entity represents its action points, AP. This is the mana, go juice or general spunkiness that you use to move and activate abilities. The green bubble, das ist richtig cool gemacht. The green bubble represents your maximum movement for this turn. And in case this is your first RPG ever, the bar represents your health. When it's empty, we put you in the recycle bin. Just kidding. We incinerate you and I breathe deep the sweet smoke of your ashes. Oh. Okay. So, since I'm a helpful bat, I'll highlight your ability cards according to how useful they are given your situation. Red is bad, green is good, blue is best. And if a card is grey, it can't be used at the moment. Double click a card to automatically activate an ability. So wir können uns bewegen. Hier haben wir Job 121 bis 282. Hier sieht man auch gleich, wie viel man ihm ungefähr abziehen könnte. Taunt. Und hier Enemy Moves, Target Mover. Ah, das ist Movement, okay. Wir choppen den mal, würde ich sagen. Kann ich die Karte spielen? This beats ruin. Wow, okay. So, mit einem Punkt können wir sonst nichts mehr machen. Wir gehen jetzt. You can also use your action points to move. Click the tile again to confirm or an unhighlighted tile to cancel. Wir gehen hier hin und drehen uns nicht mehr. Okay. Er kann jetzt auch noch zuschlagen. Können jetzt noch mal choppen. Oh, a custom activation. Aren't you fancy? You can always custom activate by dragging up and releasing a card.
Now click on a target tile for your ability or drag the card back down to cancel. Doppelklicken können wir auch noch. Dann schlägt er gleich zu. Odin will be pleased. Equipment works the same way. Double click to automatically equip or drag up and release to custom equip. Right now you only have one party member, which isn't much of a party, is it? But you can compare items by hovering over a character's portrait on the left. Click to equip. Okay, hier sehen wir, was er hat. Und was wir dazu bekommen, beziehungsweise was uns genommen wird. So. The equipment you replaced is automatically unequipped, so it can be sold or handed down. Sell for 5 gold. Okay. When all the enemies in a level are defeated, click on the exit level button to progress. Boop. Come on, one more round. Level up. At the end of a level, you gain new statistics and abilities. This is a good haul. Wir bekommen Clubcracker. Armor penetration. Okay. Now let's turn this party into a party. Get ready to choose a study buddy. Orin the wizard oder Enola the huntress. Standing in a field is worth 100 lying on a mountain. Ich glaube, wir nehmen den, der sieht cool aus. Orin has taken exception with the fact that someone out there is placing definite articles before the title wizard. His long-range destructive magics are here to prove that he is in fact the wizard. Okay. Aha, jetzt haben wir hier beide. Und da ist dann der nächste Kampf. So, jetzt schauen wir mal. Wir können hier reinzoomen. Mit der rechten Maustaste können wir drehen. Und wenn wir die linke Maustaste gedrückt halten, können wir verschieben. Ich meine, das sieht ja richtig nett aus. Und hier wird auch schön alles weggeschoben, was irgendwie im Weg liegen könnte. Also das ist schon ganz nett durchdacht. Oh, ein Counter. Ein Goblin, ein Kobold. Und hier sind wir zwei. When deploying your party, check the turn order on the right side of the screen. The first obstacle to overcome is always yourself. Okay, zuerst wird er, also zuerst wird er ziehen, dann er. Das heißt, das heißt, ihn hier geben wir nach hinten. So starten wir mal. Here comes the maelstrom. Drag up and release a card to custom activate an ability. So, wir haben jetzt hier den Clubcracker, den werden wir gleich mal machen. Click on a target tile for your ability or drag the card back down to cancel. Zack. Click on a green tile to activate from that location or click on an unhighlighted tile to cancel. Yeah. Bumps. Er könnte jetzt nochmal zuschlagen. Zack. Das wäre der hier. Können wir sogar noch eins nach vorgehen. Okay, and turn. Ah ja, jetzt kommt er dran. See this number on the fireball ability. Die 1. That lets you know how many turns are left before you can use an ability with a cooldown. Oh, ein Fireball. Aber wir können hier einen Lightning Bolt
machen oder einen Frostbolt. Bei den Lightning Bolt, den können wir ihm schon mitgeben. Wow. Another village. Okay. Das ist jetzt nicht wirklich besser als das, was wir haben. Also verkaufen wir. Be sure to stop and smell the paper every now and then. You'll find useful posters and handouts scattered about the classroom. Would you like me to go over some of them with you? Ja, bitte. Please do. Here are some of the hottest tips. A green seal of range means the ability ignores line of sight. And if the range number is underlined, it means the ability can only be used in a straight line. The icons next to effects on a card indicate its power type. The icon's shape matters too. Circular is magical and square is mundane. There are 12 power types and they've got corresponding defenses. So if you're up against scissors, you better throw some rocks. Know what I mean? And on the other side of an effect, you might see an icon like this one, which means that the effect will target the caster. Other icons to look for are Trap, Field and Origin. Traps and Fields leave a chip on the board. The difference is that a trap is removed when it triggers. Field sticks around for the duration. And an Origin icon means that the effect will only target the actual tile the ability was activated on, and that's it. Look around the classroom to learn the different power types and other tidbits, or click on props to watch them burn. Aha, hier können wir uns bewegen. Ups. Hier. Also, das ist cool. Hier können wir schauen. Blue best, green good, red bad, keep it to yourself, das ist der Self-Effekt. Das war... Aha, hier haben wir Magical, Dark, Blunt, Mind, Blunt, Spirit, okay. Und hier ist auch überall... sind auch überall Sachen hier drauf. Da ist Geld, wie es aussieht. Hier... sehen wir die die Tiers von den Items. Das ist eigentlich eh standardtypisch. Also ja, magisch, grün, blau, epic, also rare, epic, legendary. Das ist soweit so Standard. Aber das ist richtig nett, dass wir uns hier so bewegen können und das Tutorial-mäßig Pop-Up-Dungeon. Green range means ignore line of sight. Push it to the max. 20 action points, 10 movement. Das ist das Maximum, wie es aussieht. There, it's mine. I licked it. Increases effectiveness of nearly all actions you take on a target's back. Machen wir ihm hier. Geben wir das ihm. There we add yet another member to this party. The Sarge. Convince the Enchantress. Charmed, I'm sure. Okay, das versuchen wir. We fight, then we feast. On to the next fight. Okay. Charmed, I'm sure. It's rude to keep a lady waiting, you know. In the end, you're not sure who convinced who, but Layla
is coming with you and she's brought coffee for everyone. Lesson 3. Boss cat. First we fight, then we feast. Das sieht so schön aus. Wir gehen hier beim Seiteneingang rein. Ich weiß nicht, ob das was ändert. Doch. Nö. Aha, das sehen wir noch gar nicht. So, wir haben hier einen Kobold-Fernkampf. Einen Goblin, der kommt dann, und Cat Knight. Hier. Cool. Der hat ziemlich viele Hitpoints, glaube ich. Movement. Weakness. Elemental. Mind Defense. Okay. So, wenn ich wüsste, was sie hier hat. Dispel. Haste. Charm. Glamour. Enemy targets damaging ability at you, target user. Good health. Support. Okay, das heißt, sie ist besser ein wenig weiter hinten aufgehoben. Und Orin gehen wir hier hin. Das sieht, glaube ich, soweit ganz gut aus. Da können wir vielleicht den hier schon erledigen, bevor er überhaupt dran ist. Oh no, it's the dreaded Cat Knight. This kitty kitty has cat-like reflexes and will jump away when you try to attack it. You can tell an enemy has a reaction when you see a red flag beneath the health bar. I'll let you figure out how to handle this elusive hand panther. Let's get going, shall we? So. If enemy dispel a buff, ansonsten wenn auf einem friendly gecastet wird, debuff. Haste ist immer gut, aber if not behind charm 1. Das versuchen wir jetzt einfach mal. Ihn hier. Here we go. So. Ihr Turn ist jetzt vorbei. Er ist dran. You did so ding dong well last level, I decided to upgrade your axe, unlocking a new ability. Whirlwind is a point blank area of effect ability, or PPAOE for you cool kids. You can tell an ability has an AOE by the tiles on the card's text box. Be careful, friendly fire is most definitely on. Ja, Job sollte eigentlich reichen. Genau. Dann kann er sich sogar noch... Kennen wir? Nö. Nö. Dann kann er sich sogar noch ein bisschen bewegen. Dann bewegt er sich hier rüber. Und eins nach vor. So. Uff.
Range 1 bis 3. Ja, machen wir den mal weg, würde ich sagen. Gut. Und verstecken uns hier hinten. Aber ich will mich... Ah, you can also orient your character by clicking on them, then clicking on the arrow in the direction you'd like them to face. This costs one action point, like moving a tile. So, wir können uns hier jetzt drüber drehen zum Beispiel und fertig. Oh, look at you, that's a reactive ability. Reactive abilities go off when the conditions are met. Look for the tab above the card to see what kind of conditions must be met. Ah. A red tab means it cannot be triggered on your turn. A blue tab means that it can be triggered at any time. It's rude to keep a lady waiting, you know. So, sie wird jetzt ihn mal hasten, würde ich sagen. Ihn hier. Und charmen könnten wir auch noch soweit. Oder nicht? Nö, geht sich nicht aus. 0 bis 3 Range. Das heißt, wir müssten 1 nach vor. 1, 2, 3 Range. Das geht sich das nicht aus? Vielleicht weil jemand dazwischen steht. Kann das sein? Ja, kann sein. So, einmal umdrehen. So. Was macht er? Armor Penetration. Whirlwind eher nicht. Den machen wir. Okay. Jetzt kann er allerdings nicht mehr. Jetzt können wir... Zack. Und wir können choppen auch noch. Und wir haben noch 4, also wird sogar der hier noch gehen. Schön, schön. Physical Power und minus 375 Disable Defense. Das will ich gar nicht. Another village, another pillage. Okay. Oh, I look beautiful in that. How to conserve AP. Reduce an ability's AP cost without reducing its power. Da nehmen wir von ihm doch was, oder? Oder den Fireball vielleicht. Nehmen wir den Fireball. Yay! Congratulations, graduate! You are well on your way to becoming a master of boredom. You may prove a worthy adversary for the wizard. Wir haben das Tutorial geschafft, würde ich sagen. Tutorial. Wir haben Gold bekommen. Okay.
Und das sind jetzt unsere Statistiken. Und hier können wir jetzt wieder zurück. Charms? Was heißt Charms? Plastik, 1000 Gold. Was ist das? Okay, weiß ich noch nicht. Das dürften irgendwelche Perks sein, nehme ich an. So, Campaign haben wir hier. Tutorial Sweetwater ist das nächste. Runs. Endless Run. Sweetwater. Und was ist das hier? I am one cool computer. Tank, Control, Heal. My instructor said that I excel at filling a shirt. Choose me or suffer. Control, Tank, Support. Tank damage. Wrath is one of my virtues. Time for some real fun. I may worship a tree. Aha, wir haben hier eine Cleric bekommen. Okay. Summon ist cool. Können wir den? Ah. DJ Mute the Disc Jockey. Ensign Ricky, reporting as ordered. Transform. I will cut anything in our path. Ein Samurai. Sehr cool. Und hier können wir. Ah, da gibt es eine zweite Seite dann auch. Hier können wir auf jeden Fall filtern. Ah. Okay. Starten wir hier noch was? You'd seen the passing of childhood adventure into fond memories together, but the weight of dark times has buried the cheer that normally held Brevik's bro high. You didn't speak a word while on this hunt until it was time to go back. I'm not returning to the village. I think you know why. He pulls back a sleeve to reveal a forearm riddled with black veins, the first sign of the malady. Next would come a dangerous madness, and then I'm afraid of what I might do to them, referring to his wife and daughter. Please don't tell them, just say I got lost in the woods. I know they won't believe it, but it's kinder than the truth. The feathers of a towel are the only cure for it, and you're the best hunter we've got. But no one's seen a towel in the valley of years. I know, but I believe you'll find a way, and when you do, track me down. I'll do my best to survive while I have my wits. One more thing, please give this to my daughter. He hands you a crude doll of a hunter, possibly meant to be him. Rest easy, friend. I will find a cure or die in the effort. We'll do what I can, Brevik. Stay away from the village, test the madness, lest the madness lead you home. Nö, I will do what I can. He nods, turns and vanishes into the forest mists. The next morning you deliver the doll to his daughter's arms. Like daddy, she beams, and her mother has to turn away. She already knows what's become of her husband. With your back to the dawn, you set out. The morning sun casts long shadows ahead of you. Okay, und jetzt hunten wir das Ding. Wir gehen auf die Jagd. Das ist schön. Ein Wolf, ein Buck, noch ein Buck und Elk, Calf und Wildcat. What? These animals don't usually attack. Ah well, angry meat is still meat. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was der so kann. Dark Pact.
Oh, Lingering Shadow. Army of Darkness. Okay. Wizard bleibt den werden wir hier hinsetzen. Der Samurai gleich dahinter und die bleiben mal so. Wildcat's turn. Oh. Ouch. So, jetzt ist der hier dran. Hier Mobility, Aim. Machen wir das mal auf in hier. Okay. Und das war's vorerst. Der Wolf kann. Ouch! Ups. Let's not leave it to the gods. Das ging schnell. So. Machen wir das mal hier hin. Never stray from the way. Okay. Oh. Das. Sehr gut. Dann warten wir hier. Do my bidding. So, er ist dran. Nehmen wir das. Und dann geht sich noch ein Frostbolt. Ach so, nö, geht sich nicht aus. Step can be a spell, you know. Okay. So, Claire ist dran. Die kann jetzt absorben. Aber nur nur sie muss in Sichtweite sein. Das heißt, der hier ist im Weg. Darum kann ich ihm das nicht geben. Aber ich könnte das jetzt ihm hier geben. Let the light be your armor. Und das war's schon wieder. Jetzt steht sie schön mit dem Rücken zum Gegner, das ist ganz toll. Au! Der bekommt. Sehr gut, der hat viel Schaden bekommen. So predictable. Wow, wow. I abandon this body, but I keep my honor. Wow. I've got a bone to pick with you. Army of Darkness. Walk to the nearest living. Kill it. Und der geht sich auch noch aus. Und dann verschwinden wir in den Schatten. So, Orin ist dran. Kann jetzt einen Fireball casten, der allerdings einen Flächenschaden
Macht, jetzt hat er nicht mehr genug. Ach, komm. Okay. Kalea, I am back. I tread the path, need to. Und umdrehen. The darkness will not rise. Sieh hier. Smite. Kostet 3. Ich habe nur 3. Aber er kann jetzt Absorb bekommen. Okay. Hoffen wir, dass die wilde Katze auf ihn geht und nicht auf sie. Let's free those bones. Kann der jetzt? Ach so, der kommt hier dran. Ah, okay. So, auf den. Dann können wir noch einen. Nein, können wir nicht. Warten. Er kann jetzt einen Fireball hier drauf casten. Nö, kann er nicht. Ach, Mann. Weil wir keine Sichtverbindung haben. Na, ja, da müssen wir es so machen. If I'm lost. Okay. I'm not used to all this darkness. Sie hat jetzt 5, das heißt, sie kann jetzt hier hingehen und mal ordentlich smiten. Dann hat sie noch einen Aktionspunkt frei. Da drehen wir uns hier rüber. Ah, den kann ich nicht. Den kann ich zwar nicht direkt steuern, aber. Boah, der macht Schaden. So, jetzt bin ich gespannt, was mit denen passiert, die gestorben sind. Plastic Skull Mask bekommt er. Bad Habit. Sieht für ihn am besten aus. Eine Maske. Die verkaufen wir. Das ist die andere Plastikmaske. Und das andere. Gut, dann haben wir das erledigt. Wir können hier noch rumwandern und suchen. Ah, das sieht gut aus. Odin will be pleased. Speed. Added to your action point total at the beginning of each round, also added to your initiative roll to determine turn order. Das geben wir ihr jetzt. None of the kill goes to waste, at least that's the idea. The axe. Tis but a wee wound. Oh. Roll 7 or higher. As your sausagey fingers attempt to bludgeon free a useful scrap, you notice wounds on the animals that were not caused by your weapons. No wonder they were so ornery. You reminisce about the last time you saw a towel. 4 years ago you were camping nearby when a rush of wind woke you. Ich will jetzt eigentlich nur noch sehen, ob jetzt noch lebt oder wiederlebt.
Then you saw it, white wings spread across a full moon. You chucked a canteen at Breivik to wake him. Ah, what was that for? I saw a tea owl. So you beamed me with a canteen? Sorry, didn't mean to crit you, but look, you point up. That's the moon, not a towel, tea owl. Now toss me an actual towel. I can't tell if I'm wet or bleeding. Und hier können wir uns jetzt aussuchen. Wir können hier noch mal hunten. Ich bin gespannt. Oh ja, er ist wieder da. Oh, ein Bär. Eine Wütsau. Wildcat. Careful, these animals are also wounded. They won't be friendly. Ja, die sind alle schon ein bisschen verletzt. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Is the magic of man. Trust the axe! There's a storm on the horizon. My gaze is broad. Think lightly of yourself.